Trennung. Trennung? Trennung von was? Bereit? Ja. Cole? Okay, ich nehme auf. Konzentrier dich jetzt, Jody. Du musst mir sagen, ob du etwas Bestimmtes spürst bei einem dieser Objekte. Foto. Und eine Riesenmünze. Keine Ahnung. Aber nur einseitig. Sehen, Aiden? Danke, die ist echt total schön. Mach's auf. Jody. Alles okay? Ja, ja. Mir fehlt nichts. Konntest du was sehen? Erzählen. Da war ein kleines Mädchen. Es war ihre Spieluhr. Laura. Ja? Nathan? Okay, ich sag's ihm. Nathan, jemand namens Ryan Clayton will dich sehen. Er sagt, du weißt, worum es geht? Ja. Ich bin gleich wieder da. In Niederlag. Das ist nicht die Regel von Michael Jackson, sondern von Heavy Rain. Er hätte gestern ein bisschen länger dabei sein sollen. DPA. Department of Paranormal Activity. Funktionskern hier. Schade, dass man nicht bei Heavy Rain so die Gedanken durchgehen kann. Was die Menschen gerade für Gedanken haben. Okay, hören wir uns das Gespräch mal an. Hören Sie. Ich hab's ihr noch nicht gesagt. Ich brauche noch etwas mehr Zeit. Nein. Professor Dawkins, Sie muss heute mitkommen. Das ist mein Auftrag. Gott, sie ist doch noch ein Kind. Das CIA. Mein Assistent und ich, wir sind die einzige Familie, die sie hat. Sie hat doch keine Ahnung von dem, was draußen ist. Klar. Dawkins, ich verstehe, was Sie meinen. Okay, im Ernst. Aber Auftrag ist Auftrag, hm? Bringen Sie sie zu mir oder muss ich sie holen? Foxpack, ich danke dir, lieben Worte. Jody, kannst du mal herkommen, bitte? Ja, wir wissen, dass abgeht. Die CIA will uns einsehen. Kann man dagegen irgendwas unternehmen? Eigentlich nicht, wir wissen ja, wie es ausgeht. Die CIA zieht uns ein, bildet uns aus. Irgendwann jagt sie uns. Na gut. Was ist denn los, Nathan? Ist was passiert? Jody, das ist Ryan Clayton von der CIA. Die Agency will dich als Teil ihres militärischen Schulungsprogramms in Camp Peary. Ryan wird sich ab jetzt um dich kümmern, Jody. Du musst mitgehen, Kleines. Heute. Warum? Das verstehe ich nicht. Warum ich? Unsere Einheit hier
Wir unterstehen auch der CIA. Sie haben deinen Fall verfolgt, seitdem du hier bist. Sie wissen, wozu du und Aiden fähig sind. Wütend. Bin ich vielleicht ein Spielzeug? Irgend sowas wie ein Testobjekt? Hast du vielleicht schon mal überlegt, was ich will? Es ist schwierig, aber du musst das verstehen. Das ist eine großartige Gelegenheit für dich. Alle schieben sie uns ab, ja? Erst die Mutter, dann die Pflegeeltern, jetzt diese Einrichtung. Oh, und das war's, ja? Du machst die Pläne und ich mache hier einen auf schön brav und ordne mich unter? Scheiße, hören Sie, Miss Holmes. Ich habe keine Zeit für Ihren lächerlichen, kindischen Blödsinn, okay? Sie können Gift verspritzen, wie Sie wollen, aber Sie werden machen, was man Ihnen sagt. Jody, stopp, und zwar sofort. Jody. Bitte. Tu es für mich. Ich hole schnell mein Zeug. Nur das Nötigste. Alles andere ist in Camp Perry. Unglaublich. Na gut, das wussten wir ja schon. Weil es hier uns ausbildet, was danach auch teilweise gut gehen wird. Was wir halt nicht verstehen ist, warum die CIA uns später jagt. Ja, ganz abreißen da rechts. Einpacken hier, ein Teddybär zum Beispiel. Muss ja auch einen Grund haben, wenn die CIA uns jagt. Peter. Wird mit eingepackt. Jetzt mal noch was, vielleicht? Armbürste. Mal kurz Drückerchen machen. Ne? Kein Drückerchen mehr. Haben wir alles. Gehen wir nochmal prüfen durch die Wohnung hier. Ob wir alles haben. Gar nichts. Bild haben. Was ist das für ein Mist? Kannst anfassen, aber nicht wegziehen. Jetzt wollte ich das machen. Der Marco kann ich nach rechts schräg unten den Controller ziehen, heißt jetzt.
Kann ich wohl, aber... Jetzt... Oh, merkwürdig. Muss vergessen. Hör mal auf zu weinen. Tränen hast du gar nicht. Okay, letzter Durchgang hier. Haben wir alles. Ich glaube, wir gar nicht, wenn wir was gesehen hätten. Meister haben wir. Letzter Durchgang hier. Den Hasen, ne, der hat, packst du mir nicht ein. Willst du nur in der Hand halten? Kannst gerne mal testen. Aber ich glaube, sie wollte ihn nur drücken. Test aber gerne nochmal. Den Hasen einpacken können. Ah, links. Rein damit. Jetzt sind wir fertig. Jetzt bin ich mir auch sicher, wir haben alles. Selber schon. Mann, du wirst mir ja so sehr fehlen, Prinzessin. Ich komme dich besuchen, sobald ich kann. Ich lass dich nicht im Stich. Das weißt du, oder? Ich werde immer für dich da sein. Wir müssen los. Trennung. Dawkins über das Geschehene berichtet. Dayton bedroht. Dayton und Dawkins ausspioniert. Haben wir alles gemacht. Wunderbar. Ja, die Frage ist ja, ob der Tochter noch hat oder ob die gestorben ist. Ne? Ganz sicher ist es ja nicht ganz. Wieder Teenager oder erwachsen. Ja? Jody. Hey, hier ist Ryan. Ryan? Hast du meine E-Mail bekommen? Welche E-Mail? Die von vor 3 Tagen. Also, ich habe gerade Probleme mit meinem Computer. Was stand in der Mail? Essen. Heute schickes Restaurant. Naja, heute ist es zu spät dafür. Vielleicht ein andermal? Scheiße, tut mir echt leid. Warum kommst du nicht einfach nachher zu mir zum Essen? Du wolltest doch sowieso mein Apartment mal sehen, also... Klar, aber... Wie wer es so macht? Okay, ja, ich bringe uns einen super Wein mit. Bis später. Problem mit meinem Computer. Da ist... Dann ist kaputt, ist der. Aber Handys haben die nicht.
E-Mails checken. Ich weiß, du warst das hier? Mit meinem Computer. Dir ging es um diese Mail von Ryan. Eifersüchtig? Das geht dich nichts an, Aiden! Ich kann tun, was ich will. Ach was. Aiden hat Eifersucht. Verdammt! Oder besitzt Eifersucht. Nicht wieder an. Ich gehöre nicht dir, Aiden. Ich kann Beziehungen haben mit wem auch immer ich will. Das ist mein Leben. Hörst du mich, verflucht nochmal? Das ist mein Leben. Weißt du was? Zufällig finde ich Ryan echt gut. Er ist charmant, er ist intelligent, er ist witzig. Und ich glaube, ich habe mich verliebt. Ja. Ja, doch, ich weiß, was damals passiert ist in der Bar. Vielen Dank, dass du mich daran erinnert hast. Ryan ist nicht so ein Kerl. Okay. Okay. Es ist 7 Uhr. Ich hab auch das hier. Ich habe eine Stunde und mach Dinner, räum hier auf und mach mich noch hübsch. War jedenfalls ein Arschloch. Komm mal, den Mist hier weg. Aufräumlich essen. Genau, den Abfall in die Küche. Zack, Packung einfach da reindrücken. Riesenmülleimer. Ach, Buch. Weißt du, du verschwendest deine Zeit, Aiden. Ich habe heute trotzdem ein Date mit Ryan. Sehr lustig, ja? Der Geist macht hier uns daran hindern. Hör mal hier ein bisschen auf. Okay, ins Bücherregal. Okay, toll. Die Videospiele genauso. Sehr gut. Gut. Das ist sauber. Haben wir noch einen Teppich, wo wir so runterpacken können? Die ist ja gut drauf. Wir sind hinlümmeln, ne? Das will ich nicht. Dreckwäsche in den Korb im Badezimmer. Da wissen wir, da ist das Badezimmer. Okay, da. So. Würde ich sagen, duschen erstmal. Mein Gott, das Dinner. Da ist bestimmt noch irgendwas in der Küche. Du steht erstmal. Ja, da geht es noch nicht. Mach mal sie ready for date hier. Frisur hält. 3 Wettertaps. Und oh, dann will ich schrubbeln. Riech mal nicht mehr. Hangar an. Mal machen mit deiner Produktplatzierung. So, ja, das ist noch nicht unsere fertige. Oben im Schlafzimmer für meine Klamotten, ich oder? Ich muss mich umziehen. Ja, ist mir bewusst, aber wo ist das Schlafzimmer? Ah, okay. Okay.
ziehe ich an. Elegant, sexy, cool. Immer cool. Hey, Ryan. Ja, ach, weißt du, ich hab nur alte Sachen an, weil ich bin cool. Ganz cool. Nee. Nicht genug Aufwand? Das wäre cool. Nehmen wir mal einfach mal sexy. Was ist sexy? Oh, hi, Ryan. Ich habe auf dich gewartet. Was soll's, zieh mal an. Nice. Heute sieht er eine vollkommen neue Seite von mir. Soll sexy sein? Lass gut sein und gib auf, Aiden. Okay? Aiden weiß, was gut für sie ist. Basta. So, essen. Was? Du musst doch viel zu früh sein. Oh, Mist. Mist, er ist zu früh. Ich komm. Da kein Essen gemacht. Er verarscht uns bestimmt. Aiden verarscht uns. Oh mein Gott, und mehr Zeit geht drauf. Oh, ganz toll, Aiden. Okay, du hast mich. Jetzt öffne die Tür. Aiden! So ein Saftsack. Aiden, komm schon, mach auf! Spielchen spielen? Das kann ich auch. Na super. Müssen wir wieder duschen oder was? Okay, wenn es jetzt klingelt, öffne ich nie wieder die Tür. Wenn es jetzt nochmal klingeln sollte, öffne ich nie wieder die Tür. Frisch geduscht, laufen barfuß durch die Wohnung rum. Sehr gut. Ich muss etwas finden, das höchstens eine Stunde dauert, mit den Resten aus dem Kühlschrank. Asia-Pfanne. Das sieht gut aus. Und es ist nicht zu kompliziert. Was haben wir denn für Zutaten überhaupt da? Curryhühnchen mit überbackenem Gemüse. Das muss etwas länger in den Ofen, aber klingt machbar. Jetzt habe ich Hunger, ja? Pizza-Lieferung. Ich meine, nicht direkt was für Gourmets, aber kein Vorbereiten, kein Abwaschen. Klingt doch ganz gut. Hühnchencurry. Ja, Hühnchencurry. Was Leckeres zum Wohlfühlen. Ja, das wird ihm gefallen. Ich meine, solange ich es nicht voll verbocke. Das machen wir schon nicht. Hühnchen aber auch sogar. Danke, Aiden, das brauche ich. Das ist ein netter Geist. Danke, Aiden. Und los. Ab in den Finger damit. Die werden auch nicht geschält, die werden direkt verkleinert. Easy peasy hier. Soweit so gut. Wie soweit so gut? Weiter hier. Böse oder was? Die Pfanne. Willst du von mir?
so, sie kommt nicht ran. Oh mein Gott, sowas habe ich nicht in meiner Küche, ja? Sie kommt nicht ran. Warte mal, nee, will ich nicht. Okay, dann schön Käse überbacken, alles rein da. Eine verdammt super Küche, ja? Würde ich auch gern kochen. Da kann nur ein bisschen schärfer werden, ne? Jetzt reicht's. So, Ingwer, Salz. Ich habe gleich Pfeffer genommen. Ein bisschen Salz, ein bisschen Salz. Ein bisschen. Nur ein bisschen. Das reicht. Ingwer. Ach, warum nicht? Ingwer. Ist doch Curry. Was Curry gewesen? Ja, als Aphrodisiakum. Das steht jetzt nicht im Rezept, aber. Aber wir warum sind. Nicht? Ich kann echt jede Hilfe gebrauchen. Aphrodisiakum. So, Pfeffer. Und dann Curry, ja? Ist ja merkwürdig. Nee, Curry wird gar nicht ausgewählt. Gut, dann würde ich sagen, war's das. Gewürzen. Tja. Dann mal ab in den Ofen. Ich persönlich würde noch viel, viel mehr Pfeffer reinhauen. Auch andere Gewürze. So, das läuft, ja? Die Kissen waren noch im Weg. Was ist das da? Noch ein Abwasch haben wir auch noch. Na toll, wir haben gerade geduscht. Curry war schon drin. So. Wo ist das? Leck Mama. Cola oder was? Runter damit. Scheint hochprozentig zu sein anscheinend. Kleiner Lockermacher. So, hier räumen wir das Zeug weg hier. Mann, Aiden, jetzt sei doch nicht so ein Arsch. Machen alles so ein bisschen. Ist sie nicht auch weg? Das steht. Scheint nicht. Gehört wohl dahin. Was ich schnell in diesem Spiel zapfer geht. Gucken wir kurz mal zum Essen. Wahrscheinlich klingelt das Ding, wenn es fertig ist. Müll hier. Ja, ist hier. Ah, Ecken können wir schon mal. Wir sitzen auf dem Eck. Stimmung machen hier mit Kerzen, ja? Der Falter, du machst richtig Mühe geben. Ja, das ist sehr witzig, Aiden. Oh, nochmal. Wow, das ist sehr romantisch. So, das haben wir auch. Die Bücher hier. Können die da hin? Scheint. Machen wir noch irgendwas. Nur zum Essen gucken, wa? In der Meinung, es müsste normalerweise. Aber da kommen 9. Hab ich aufgepasst, wann er kommen wollte. Könnte man nochmal sagen, wann wollten er kommen? 20 Uhr? 21 Uhr? Ist er zu spät? Ist er nicht zu spät? Außerdem machen wir keine Schuhe an. Liegt hier noch was rum? Sieht anscheinend immer so aus. Klamotten auf dem Boden. Wollen wir denn Schuhe? Oder bleiben wir einfach hier? Barfuß. In unserer Wohnung. Kann ja auch sein. Hast du irgendwo Schuhe gesehen? Die normalerweise neben der Eingangstür erwarten. Ist ja denn jetzt richtigen Schuhschrank oder so? Lieber schnell Essen prüfen, ist wichtig.
Wo war die Haustür? Boah, diese Kameraansichten, die nervt man ein bisschen, wenn man nicht weiß, was ist. War hier die Haustür? Essen ist noch nicht fertig. Keine Schuhe an. Vielleicht brauche ich ja keine. Alter, wo ist hier die Haustür, Alter? Hier ist der Schuhschrank. Hier ist der Schuhschrank. Die Kamera zeigt mir nur nicht vernünftig an, wo die da sind. Aiden, benimm dich bitte. Das hier bedeutet mir was. Ich verlasse mich auf dich. Jascha, ich grüße dich. Hey. Chateau Margaux 2001. Der Verkäufer sagt, das war ein hervorragendes Jahr. Das klingt doch nicht übel. Okay. Okay. Setz dich doch hin. Ich hol das... das Ding für die Weinflasche. Korken ziehen. Cooles Apartment. Huh? Ja, danke. Aiden. Verfluchte Scheiße. Ist das fertig oder was? Mal das Essen fertig ist. Kriegt man hier oder was? Oder wo? Soll ich hier aufmachen? Nein, nein, ich mach schon. Okay. Sagen wir mal, wie Manns wir sind, ja? Danke. Auf dein neues Apartment. Auf mein neues Apartment. Wann bist du eingezogen? Oh, vor ein paar Wochen. Ja, die Agency hat sie mir besorgt. Voll möbliert. Das ist eigentlich das erste Mal, dass ich eine Wohnung für mich alleine. Das ist komisch, aber ich kann nicht. Ah, ich will, dass sie ein vernünftiges Date hat. Oh, ich habe ein Haus, etwas außerhalb. Ja, klein, aber ich habe einen Garten und es ist ruhig. Und stammst du von hier? Nein, nein, ich stamme aus Oregon. Meine Eltern und mein Bruder sind immer noch dort. Aber ich bin früh weggezogen mit 16. 16? Bist du zu Hause rausgeflogen oder sowas? Das war ziemlich chaotisch daheim. Mein Stiefvater verprügelte mich, wenn er mal wieder zu viel Intus hatte. Und ich wollte lieber ausziehen, bevor einer von uns zu weit geht. Ja. Wie kamst du danach zur CIA? Ich ging aufs College und wusste nicht so recht, was ich wollte. Ich war bei der Army. Naja, Action, Reisen, Abenteuer. Bis ich merkte, dass das nichts für mich ist. Und als ein CIA-Anwerber mich ansprach, habe ich ja gesagt. Können wir denn irgendwas Sinnvolles mit ihm machen? Ich sollte mal nach dem Essen sehen, weil diese Kochsache ist eine völlig neue Erfahrung für mich. Brauchst du Hilfe? Nein, setz dich ruhig schon und mehr Wein wäre schön. Okay. Wir sind eh schon angeschwipst. Pizza Wagner, ich grüße dich. Riecht gut. Das ist Hühnchencurry mit überbackenem Gemüse. Das sollte es zumindest sein. Also. Ich find's toll, dass du kochst. Das ist gut. Na, das sieht ja gut aus. Ich hab auch Hunger, ja? Das ist ärgerlich. Das ist gut. Gut.
Freut mich, dass es dir schmeckt. Bisschen Salz und viel Pfeffer. Wie lange arbeiten wir jetzt zusammen? Seit fast 2 Jahren und ich weiß fast nichts über dich. Ich meine, da gibt's nicht viel zu sagen. Ich wohnte mit meinen Eltern auf dem DPA-Campus. Und dann war Nathan für mich da. Tja, ich meine, den Rest kennst du ja schon. Deine Eltern, hast du noch Kontakt? Nein. Nein, gar nicht. Ich glaube, sie hatten eine Todesangst, weil ich so anders war. Also, Nathan und Cole waren immer für mich da, mehr oder weniger. Sie haben mir geholfen mit Aiden, wie ich mich akzeptiere, wie ich bin. Ich meine, es war nicht immer einfach, aber ich mache Fortschritte. Hat Nathan dir je richtig erklären können, was es eigentlich ist, dieses Ding mit Aiden? Nein. Also nicht richtig. Sie haben viel herausgefunden über die Infrawelt, also... Aber nicht sehr viel über Aiden. Ich glaube sogar, dass nicht mal er weiß, wer oder was er ist. Also, ist er jetzt hier und hört uns zu? Ja. Ja, er verlässt mich nie. Und was ist mit dir? Hast du Familie hier? Nein. Nein, meine Eltern sind noch in Oregon. Ich sehe sie so selten wie möglich. Und bist du verheiratet oder sowas in der Art? Nein, nein. Ja, ich meine, ich war's. Ja, meine Ex-Frau und ich sind geschieden seit 2 Jahren. Und es ging nicht gut. Ich meine, am Ende war es, es gab gute Zeiten, aber es war wohl besser, getrennte Wege zu gehen. Und du? Hast du jemanden? Ich hab einen, also. Ich meine, aus unserer Welt. Naja, Aiden kann das. Er hat die Leute immer vertrieben. Oder es liegt einfach doch an mir. Vielleicht bin ich zu anders, um für jemanden interessant zu sein. Du bist toll, Jody. Aiden hat nichts damit zu tun. Sie soll ein perfektes Date haben. Glaube ich, ihr erstes vernünftiges Date. War so typisch der Dollste, ja. Er war ja ziemlicher Arsch, als sie klein war. Aber ich finde, sie hat mal was Vernünftiges verdient. Wir haben so eine Mühe gegeben mit dem Abend, dass alles sauber ist. Sollte das mal genießen hier. Weil wir wissen ja, wie es kommt. Wir wissen ja, wie alles kommt mit der. Ist okay. Tut mir leid. Ist okay. Voll der Abtörner. Mach's gut. Ich werde lieber gehen. Ja, mach's gut. Ja, hat irgendwie nicht geklappt. Wir haben zu viele interne Probleme. Weiß ich warum, hat aber nicht geklappt. Nie allein. Hühnchen oder Asiapfanne gekocht. Hübsch angezogen. Jody und Ryan in Ruhe gelassen. Wohnung aufgeräumt. Von Aiden in den Flur gesperrt. Nicht mit Ryan geschlafen. Anscheinend geht das. Ich weiß aber nicht warum. Wir es nicht hinbekommen haben.
Er war doch voller Abtörner, ja. Oh, ich muss mal heulen. Die Nachtsitzung. Oh, du heulst? Ja, ich gehe dann mal, ja. Hier geht kein Sex mehr. Langweilig. Was geht hier? Fernseh ist langweilig. Gibt's hier was zum kaputt machen? Deine Mädchen wollen zerstören. Guck mal hin hier, die Kaffeemaschine ist so niedrig. Ist ja bestimmt für Kinder gedacht. Ich meine, hallo? Die ist, da kommt doch direkt ein Kind dran. Gar keinen Fall nutzt das ein Erwachsener. Ich bin müde. Nathan, ich bin so müde. Können wir jetzt gehen? Oh, Jody, ist es echt schon so spät? Tut mir leid, ich war so konzentriert auf meine Arbeit. Ich weiß, es war ein langer Tag. Hey, heute Morgen habe ich ein Buch gekauft. Ich bring dich jetzt ins Bett und lese dir vor. Ja, prima. Ich glaube, es ist noch im anderen Zimmer. Warum gehst du nicht schnell rüber und holst es? Ich mache das nur hier fertig und dann geht's los, okay? Klar, ich werde es holen. Ich hab nicht zugehört. Ich hab nicht zugehört. Dimpel, ich grüße dich. In den dunklen Raum oder was? Mal wieder Keller. Licht an. Also, bitte. Wo ist jetzt dieses Buch? Ein Buch. Such mal nach einem Buch. Schluss damit, Aiden. Das ist nicht witzig. Also Aiden will uns Angst einjagen. Wir suchen ein Buch. Da. Aiden? Das Kinderbuch. Warst du das, Aiden? Nehmen. Und raus hier. Diesen Gruselraum. Wer ist das? Ist das ihm wahrscheinlich die... Das war wahrscheinlich die Tochter und die Frau von, Willem Dafoe! Mit Sicherheit haben wir die gerade gesehen, weil wir das Buch angefasst haben. Die wurden erschossen. Aha, du hast es gefunden. Dann steht einer schönen Gute-Nacht-Geschichte ja überhaupt nichts mehr im Wege. Jody. Die wurden erschossen, Leute. Jody, alles klar? Zieh deine Familie. Siehst du das aus? Sie ist todmüde, das ist doch sonnenklar. Komm, Nathan, sie gehört ins Bett. Ja, Moment. Nathan! Ich vermute, weil wir das Buch angefasst haben, das ist die Frau, ehemalige Nathan Frau und die Tochter von Willem Dafoe. Nathan, was hast du? Der erfährt's gerade. Seine Frau und ihre Tochter. Meine Tochter, sie kam gerade von meiner Mutter. Truck. Betrunkener Fahrer. Okay. Auf der falschen Fahrbahnseite. Ich dachte schon erschossen. Sie sind tot. Jody, du gehst jetzt ins Bett. Nathan, du bleibst hier. Bin gleich wieder da. Komm mit, Jody. Das ist ja bitter, ja? Wir haben sogar gerade live gesehen, ey, das ist ja übel. Ich bin ein Kind. Da hat er niemand mehr, ja? Außer Jody. Als quasi Tochter. Oder Tochterersatz.
The foe. The foe. Das war der Big Bang Theory. The foe. Jamal Shaikh Sharif, einer der gefährlichsten Warlords des gesamten Landes. Er kommandiert eine bewaffnete Miliz und kontrolliert damit viele wichtige Bereiche der Stadt. Das heißt, dass humanitäre Hilfe nicht durchkommt. Du musst Jamal finden und eliminieren. Er wechselt den Standort zweimal täglich. Sein letzter bekannter Standort war das Senaki Hotel und das ist hier. Er wird wohl nicht mehr dort sein, aber irgendwo musst du mit deiner Suche ja anfangen. Du bist auf dich allein gestellt. Kein direkter Kontakt mit dem Feind, keine Verstärkung. Du identifizierst und eliminierst das Ziel und aktivierst dein GPS-Signal, damit wir dich holen können, ja? Du musst vor Sonnenaufgang da raus sein, also halt dich ran. Den letzten Army-Soldaten, der erwischt wurde, zogen sie in einem Jeep durch die Stadt. Man fand seinen Kopf und ein Bein in einem Fischerboot. Nicht zu empfehlen. Auftragskiller. Ich bin zurück, bevor sie überhaupt merken, was passiert ist. Pass gut auf dich auf, Jody. Ich will nicht, dass dir was passiert. Also sind wir schon richtig mittendrin in der... Nee, wir küssen den nicht mehr. Saftsack. Er lässt ihn aber alleine. Saftsack. Keine Sorge. Ich bin nicht allein. Genau. Du hattest deine Chance, mein Kerl, ne? Der hatte seine Chance. Nie wieder. Ach so, war Hauer mit dem Wasser. Alles klar. Stimmt, war Hauer mit dem Wasser. Exor, stimmt, du hast recht. Es war Hauer mit dem Wasser. Alrighty then. Dann gehen wir mal töten. Ja, ist angebräunt. Kein Kontakt mit dem Feind, keine Verstärkung. Sieh nach, dass da keine Soldaten sind. Nein. Hier sehen ja cool aus. Bisschen näher ran wahrscheinlich mit ihr. Der eine leuchtet rot, mit denen könnten wir was machen. Ich habe sonst immer ein Viereck gehabt. Konnte gerade keinen Silent Kill machen, das hatte ich eigentlich vorgehabt. Renn da ran, nichts. Nichts. Oh. Hi. Hat er so einen schwächeren Willen gehabt, ja? Nachher nehmen wir auch nicht. Hallo, ich hab gedrückt. Ich hab gedrückt. Nicht hier lang? Nee. Ja, diese Kamerasteuerung ist zum Kotzen manchmal. Ich soll also in die Richtung. Okay, wir brauchen einen.
Sein letzter bekannter Standort war das Senaki Hotel. Das ist hier. Vielleicht fällt dir was ein. Toll. Los, gehen wir. Warte mal, hier ist so ein Geheimnis. Hallo Akbar hier. Dieser Husten, er regt mich auf. Nee, die haben uns nicht gesehen, glaube ich. Alle Lackbar. Ja, ist ziemlich verworren. Aber wir alle, da wird alles nicht in chronologischer Reihenfolge hier spielen. Ich verstehe da nie, was. Kann man so reden, ja? Nicht meine Sprache, muss ich ganz ehrlich sagen. Na gut, dann gehen wir da mal rein. Hier haben wir das Hotel. Hier befindet sich irgendwo die Zielperson. Hier 0. Sie sind weg. Was gibt uns der Aufschluss auf die Story hier? Auswählen. Solo oder Duo? Na komm, benebel sie. Er war hier, schön, aber wo ist er hin? Ich muss ihn töten. Er ist nicht mehr da. Nu? Ja, irgendwas, was wir nicht sehen? Ah, hier. So ein Geheimnis. Okay, gehen wir hier nochmal hin.
Kann ich wieder zurückgehen? Da war noch irgendwas. Ah, was soll's. Den Übernehmer ausschalten. Wir können ihn nicht übernehmen. Gehen wir über die Dächer, würde ich sagen. Gesehen? Die erschießen gerade Lotta. Kollegas. Sneaky, sneaky. Keine Ahnung, ob ich hier richtig bin, aber ich würde sagen ja. Nur geradeaus gehen. Geht nur vorwärts. Ochrus min hunak. Gehört? Ochrus min hunak. Durch mich, Junjak. Du drehst dich denn um? Hier falsch? Hab ich sie verstanden. Sagen wir mir verkackt, ja? Keine Ahnung, ob der mal zurückgerannt ist. Für mich war das der einzige Weg. War noch eine Blendgranate? Ich glaube ja. Ich habe mir gedacht, dass es nichts bringt. Wieso können manche Soldaten übernehmen und manche nicht? Hi. Hier, hau mal seinen Stuhl weg.
Er hat geblinzelt. Nicht übernehmen. Die Kathedrale. Von wo aus habe ich sie in meiner Vision gesehen? Sie waren hier. Auf Waren. Hier war was. Ja, ja, ja. Mehr? Nein. Hier. Wo ist der Sweet Spot hier? Wo ist er? Geheimnis gesehen. Na? Hier ist kein Geheimnis. Aber ich habe schon eine Vision verpasst. Also mindestens eine Vision haben wir verpasst. Da geht's oder was? Ist das? Ja, gegen Terroristen. Fast hätte jemand meinen Job gemacht. Wäre also um einer selbst gestorben, ohne dass ich was gemacht hätte. Guck mal, was wir zum Turm kommen. Wenden Sie mal hin, ja? Ja, da hinten ist in der Ferne. Was macht die denn da jetzt? Ist es falsch, richtig? Was soll denn das? Die bewegt sich auch selbstständig manchmal. Okay, keiner von denen ist übernehmbar. Ich würde mal darüber springen. Hier. Ist hier rüber? Nein, nicht. Hier.
Los hier mal, Puppe. Los hier darüber. Guck, das macht die völlig vollautomatisch. Können wir also einen Hinweis geben? Alles klar. Gehen wir da oben rüber. Also sollen sie auch was sagen dazu, ja? Ganz ehrlich. Sollen sie was dazu sagen? Aber nicht einfach weglaufen, selbstständig irgendwo hinrennen. Die ein bisschen blöde dann. Wenn sie schon uns die Kontrolle entzieht. Der stöhnt hier rum. Verwundet er? Ach was. Eine Hand hält er das Ding. Der linken Hand hält er die AK-47. Er hat viel Blut verloren. Er stirbt, wenn ich ihm nicht helfe. Tut mir leid, ich verstehe kein Wort, was du sagst. Salim, Salim. Dein Name ist Salim. Salim. Jody. Jody. Jody? Ja. Jody? Ja, Jody. 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 Das ist schon weit gefächert, das Spiel, ja? Einmal indianische Wüste. Jetzt hier irgendwo, keine Ahnung, Irak. Oder irgendwo in Afrika. Wiederholen. Den Kollegen, der muss tot. Also manche haben hier anscheinend einen schwachen Willen und die kann man irgendwie töten oder halt übernehmen. Manche halt nicht. Komm mal her hier. Das ist jetzt ein paar Aufgaben. Mind Control. Ende im Gelände. Wir müssen hier weg, bevor noch mehr kommt. Manche haben eine Alufolie auf dem Kopf. Der kann doch gar nichts sehen, der Kollege mit seinem Riesending hier. Thank you.
Keine Ahnung, ich sehe die Pfeile nicht. Ich kann mir nur denken, in welche Richtung es geht, aber ich sehe es halt nicht. Ich habe gerade eben zum Schluss alles perfekt gemacht. Benner. Genau. Sehr gut. Ich finde das Blöde, dass der erste, der eine Schwierigkeitsgrad bewirkt, dass ich mich nicht frei bewegen kann als, als Aiden. Und der zu schwere Schwierigkeitsgrad bewirkt, dass ich keine Pfeile sehe und mir nur denken kann, wohin die Pfeile eventuell zeigen könnten, wohin ich den Controller bewegen muss. Finde ich ein bisschen blöde gemacht, wirklich. Gibt doch kein Zwischending, ja? Kein Zwischending. Hallo, Sipsi? Ist okay. Schon okay. Mir geht gut. Wir sind ein verdammt gutes Team, oder Salim? Und schon ist es viel heller, ja? Jetzt wird es schwer, hier nicht entdeckt zu werden. Da muss ich jetzt hin. Ich kenne Abkürzung, folge mir. Ich kenne Abkürzung. Was hab ich zu verlieren? Na gut, dann folgen wir dir, Kleiner. Der Kleine mit AK auf dem Rücken. Keine Ahnung, wie die hält. Panzer. Ja, das Ding ist ja eine Lente in MK. Du musst dir denken, ob du jetzt... Ne, du weißt gar nicht, in welche Richtung du das Ding bewegen sollst. Das kann auch quer sein, von links unten nach rechts oben. Der finde ich halt blöde. Hallo Akbar! Kleine Junge, ja. Oder keine Rambo hier. Los, lauf! Geh um die Ecke. Permanent nutzen, bis ich beim Turm bin. Okay, kletter hoch. Salim. Jetzt kommt der Turm ein bisschen näher hier. Sich auszukennen, ja? Durch Gebäude durch. Wird sie los?
Was da? Was da? Hör auf zu reden und bitte mal wen. Hi. Step, step, step. Das hat er nicht kommen sehen, glaubt man. Springen hinten drauf oder was? Ist ja witzig. Wir haben uns nicht gesehen. Ganz ruhig, Eichen. Vielleicht kommen wir unbemerkt hier durch. Schön geduckt bleiben hier. Blöden Bewegung hier. Sonnenbrille. Nichts sagen. Hey, haben uns durchgelassen. Vielen Dank. Recht nette Typen hier, ja? Wir sind sicher. Alles okay, Salim? Tayeb, Tayeb. Lemuzabi, ey, Azar. Jetzt Passwort war. Ey. Salim. Ich muss gehen. Verstehst du, Salim? Lana Trukuki. Yumkinuni Alpaka Wilajaniboki. Hastatiu Musahadatuki. Tut mir leid, aber du kannst nicht mitkommen. Ist ja gut, Kleiner. Rubbel den Kopf. Drehen um. Und irgendwann ist das alles hier vorbei. Und du kannst einfach wieder ein Kind sein. Lakhadin Kastia Hayeti. Da keine Waffe mehr. Ist er lieb geworden. Jamal war hier irgendwo. Ich habe nicht viel Zeit. Wir sind am Turm, was soll denn das? Noch 10 Millionen Meter rennen? Leute, kommt mal, ganz ehrlich, ja, der Turm, der sah aus, als wenn gleich um die Ecke wäre. Wir sind bestimmt gefühlte 10 Kilometer mit einem Auto gefahren. Haben wir immer noch einen Weg zu latschen. La. Da. Warte mal. Wie lang die andere Wand? Jamal ist hier. Okay, such einen Platz beim Haus, wo ich mich verstecken kann.
Fertig. Du weißt, was du tun musst. Finde Jamal ein. Kann man nicht bewegen? Was soll das? Jetzt geht's wieder. Das ist Jamal. Ich komme nicht nah genug an ihn ran. Du musst das übernehmen, Aiden. أنا لا يهمني رأي أمريكا حتى أخذ الحكم في بلدي. كيف لا يهمك أمريكا؟ هي من أعظم قوات العالم. Nein, nein. Man darf uns nicht bemerken. Ja, womit soll ich denn machen? Irgendwie ein Sprengstoffgürtel um. Wir sind schon mal Waffen. Also in diesem Raum gibt es nichts. Haben wir einen Tipp bekommen oder so? Vom Spiel, ja, nicht von euch. Vom Spiel mal einen Tipp bekommen. Ich glaube nichts, was aussehbar ist. Ist nichts auswählbar. Nichts. Ein Panzer oder so. Schießt da in den Raum rein. Hier ist nichts auswählbar. Hier ist was. Wunderbar. Ewigkeiten weg. Hier, komm mal her. Du bist hier mein Attentäter. Oh nein, ich will ihn nicht töten. Ich will ihn übernehmen. Da. Übernehmen? Sonnenbrille ist besser. Gut. Hopp. Such eine Waffe. Oben waren Waffen. Und die hinten waren Waffen. Los, hab sie dir. Munition drin? Ich muss es tun. Befehl ist Befehl. Befehl ist Befehl. Er verdient den Tod. Komm schon, ich schaff das. Ich kann ihn töten. Ich kann ihn töten. Das ist ja mal die Tür für mich auf. Ich brauche die Tötungsmaschine, ja? Schnell! Habe ich nicht zugehört, ich habe im Chat geschaut. Auch Hinweise für Jamals Tod. Oh mein Gott, das habe ich einmal nicht hingehört. Hinweise für Jamals Tod. Das ist ja mal ein Attentäter, ja? Das leuchtet. Ich kann ja eh nur Sachen machen, die leuchten. Schauen wir uns ein bisschen mehr um. Tisch. Laptop. Nein. Gut. Gehen wir raus. Auch nicht. Hallo, ich habe keine Ahnung, Mann. Wiederhol dich mal bitte. Einmal.
wiederhole, was du gesagt hast. So. Mann. Und so nicht. Da auch nicht. Hier ist er. Tor aufmachen. Ja, hab einmal nicht zugehört. Wo geht's los, ne? Oh nein, das will das Kind hier. Salim? Abi! La, la tamutja, Abi! Ana bi haja ilayka, la tatrukni! Oh, ich hab einen Vater getötet anscheinend. Bleib mein Freund, dein Vater hat mit den falschen Leuten verkehrt. Oh, verdammt. Fuck, wir müssen weg von hier. Alter. Pöbeln im Mob hier. Geh weg. Ich bin frei. Bitte sofortige Abholung. Hört ihr mich? Bestätigt Abholung. Was hast du da? Nee. Nein, ich werde nicht sterben. Und nicht so. Es muss doch einen Ausweg geben. Komm, denk nach. Denk nach. Kann nur einen helfen. Leiter. Hier drin wahrscheinlich. Muss ja was haben, was sie sieht. Da. Aufstehen, komm. Ganz ehrlich, ja. Haus umstellt vom Pöbel. Auf gar keinen Fall. Kann da auch selbst den Leiter helfen. Da brauchst du schon, keine Ahnung, Teleport brauchst du da. Da brauchst du einen Teleport. Da brauchst du einen Teleport. Hier kommst du nicht heile raus.
bisschen merkwürdig, ja. Wir töten die mit den eigenen Männern und uns verfolgen sie. Nachdem ihr Anführer tot ist. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Geh weg. Geh weg. Zehn Jahre in der CIA, aber das habe ich noch nie erlebt. Der Boss schickt seinen privaten Helikopter, um einen Agenten abzuholen. Alle Oberbosse schwärmen von dir, Jody. Und von Aiden natürlich. Jody, alles klar? Hör zu. Ich weiß, das war echt hart. Aber das war's. Wir fliegen heim. Wieder Mission erfolgreich abgeschlossen, okay? Ich werde nie vergessen, was ich gesehen habe, Brian. Niemals. Die CIA so eine Einsätze? CIA? Central? Aber eher weniger. Irgendwelche Außeneinsätze in der Form macht. Wie geht's deinem Bein? Besser, wenn das Schmerzmittel wirkt. Stirn da. Das hilft nicht mehr mittlerweile, glaube ich. Das hilft nicht mehr. Besserung wünschen. Ich weiß auch nicht, was es ist. Chronischer Husten mittlerweile. Stefan und Marc, wie findest du das Spiel bis jetzt? Ich finde es jetzt ganz okay. Es kommt nicht ganz an Heavy Rain ran, aber es ist, ich mal, wirklich länger als Heavy Rain, ja. Aber ich muss sagen, es macht ganz schön krasse Orte. Ne, einmal sind wir in einer Wüste bei den Indianern und dann sind wir einmal hier mitten in Somalia anscheinend, ne, wenn das Somalia darstellen soll. Schon sehr merkwürdig, schon sehr, sehr merkwürdig. Da kann ich ganz folgen. Die internationale Gemeinschaft hatte eben angekündigt, die offiziellen Wahlergebnisse anzuerkennen für den neuen Präsidenten Jamal Sheikh Sharif. Jamal Sheikh Sharif, einer der gefährlichsten Warlords des gesamten Landes. Und nun gibt es neue Berichte, dass er und alle Regierungsvertreter einem Attentat erlagen. Offensichtlich verübten Unbekannte den Anschlag. Muss Jamal finden und eliminieren. Hoffnung bestand, dass der neu anerkannte Präsident Jamal Sharif in der Lage sein würde, die Konflikte zu beenden, unter denen das Land seit Jahren leidet. Viele Regierungschefs brachten ihr Entsetzen zum Ausdruck. Dieser Anschlag war offenbar nicht weniger als eine kaltblütige Exekution. Muss Jamal finden und eliminieren. Niemals erfahrt ihr Salek. Fakartu anakisatikachi. Du hast mich angelogen. Wovon redest du da? Jamal war kein Warlord. Er war der Präsident. Er war der demokratisch gewählte Präsident. Okay. Und der Punkt? Die machen Politik, wir folgen an Ort. Du wusstest, ich hätte ihn nicht ermordet. Also hast du mich angelogen. Willkommen bei der CIA, Jody. Das ist kein Kaffeekränzchen, falls du es nicht bemerkt hast. Wir hatten einen Job zu tun, der es erledigt und das war's. Das ist vielleicht nur ein verfluchter Job für dich. Okay, aber ich bringe nicht irgendwelche Leute um, weil irgendein verfickter Scheißgeneral mir das befiehlt. Was ist los? Jody, hör mir zu. Komm runter, okay? Wenn wir zu Hause sind, reden wir über alles, okay? Ich manipuliert. Du benutzt mich für deine Drecksarbeit. Welchen Unterschied macht das schon, Jody? Er war schon ein toter Mann, mit deiner oder ohne deine Hilfe. Ich hab Blut an meinen Händen. Ein Kind hat keinen Vater mehr wegen mir. Weil ich dir vertraut habe. Weil ich geglaubt habe, dass wir das Richtige tun. Deswegen sind wir die Verräterin. Was bin ich für dich, Ryan? Ein Spielzeug? Eine verfluchte Puppe, mit der du machen kannst, was immer du willst? Wir kriegen massive Turbulenzen. Fuck! Ich kann nicht steuern. Hast du mich damals in meinem Apartment auch belogen? Jody, um Gottes Willen, du bringst uns doch um. Niemand wird mich je wieder belügen, Ryan. Jody! Fuck! Ohne Fallschirm. Opposite Freak, ich grüße dich. Deswegen haben wir die CIA verlassen.
kann nur benutzt werden. Angelogen werden. Deswegen jagen sie uns auch alle. Nathan Dawkins. Sie haben gelogen. Damit ich für sie morde. Was ist denn passiert? Ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht. Ich habe nur Befehle ausgeführt. Wo bist du jetzt? Ist Clayton bei dir? Nein. Nein. Nein, ich bin weggerannt. Es ist vorbei, Nathan. Ich werde für keinen mehr töten. Du sagst ihnen, wenn sie nach mir suchen werden, bringe ich sie um. Sag's ihnen, Nathan. No, am besten niemandem mehr trauen. Das ist mein Ernst. Ich wusste gar nicht, dass die CIA Außenansätze oder eine Menge Außenansätze hat. Weil für mich heißt Central Intelligence Agency, dass sie irgendwie im Zentralen arbeiten. Mann, du. Ryan nicht geküsst, von Miliz gefasst worden, ja. Das war aber auch nur ein Fehler, weil, ne, ich. Das war der letzte Ausweg in die Richtung. Ich hab's einmal versucht, dann hat sich aber umgedreht und ist weggegangen. Ich musste aber da weiter, bin wieder hingegangen und dann wurden wir gefasst. War blöde. Waffe genommen, Waffenständer, ja. Auf dem Dach gerettet, 74%, gäbe anscheinend noch eine Lösung. In der Stadt entdeckt worden, sind wir. Durch das halt entsprechend. Kontrollpunkt passiert. Kein Selbstmordversuch unternommen, richtig. Würde mich ja wundern, wenn er klappen würde, ja. Ihr wisst, was kommt, Leute. Wir werden hier an der Stelle eine 3-Minuten Pause machen, für alle, die mal Pipi machen müssen. Und dann geht's gleich weiter. Ich muss sagen, das spielt eine ganz schön lange Spielzeit. Ich bin überrascht, ja. Wir haben heute um 11 Uhr den Stream gestartet. Also sind schon einiges dabei hier. 9 Stunden streame ich bereits. Alter Falter, ja. Also hier ist die Spielzeit deutlich länger als bei Heavy Rain.